Ja, Harry, aktuell, und zwar Thema Essen gehen. Nein, hier nicht im Rio Palace, das ist nur die Kulisse. Es ist aber nicht weit weg vom Rio Palace. Es geht hier direkt über die Straße in das zweite Apartment aus Sulima. Ja, davon gehört, noch nicht ausprobiert, noch nicht gegessen, ganz einfach zu finden. Und zwar hier über die Straße, und da vorne das Apartmenthaus Sulima ist bekannt. Da ist die Friseurmeisterin Carmen zu Hause. Salon Brunke. Ja, und da geht's jetzt hin. Also nicht in den Friseursalon, nein. Man hat ja jetzt auch ein bisschen andere Essenszeiten durch die Zeitumstellung. So, und da sind wir schon. Hallo. Hallo, grüß dich, Petra. So, und hier geht es hinein. Also da vorne ist der Eingang, Salon Brunke, am Pool vorbei. Und hier die Tür. Ganz einfach zu finden, Calma Chicha. So, da werden wir den Weg finden. Ich bin da auch schon mal lang gegangen. Das sieht ja alles schon mal sehr einladend aus. So, und da geht's direkt neben dem Pool. Da vorne ist Salon Brunke. Und hier geht es direkt ins Restaurant. Ich muss aber erst fragen, ob ich in den Filmen darf. So, die Vorspeise, die erste haben wir. Was ist denn das, Conny? Was haben wir da? Das ist ein Bellini Cava mit Aprikose. Und hier haben wir? Martini Bianco. Martini Bianco und einen roten für mich. Und einen roten, einen Bocamanga aus Madrid. Aus Madrid. Gut, wir sind hier spanisch versorgt. Und das lassen wir uns jetzt erstmal schmecken. Prost auf die Inge, auf unser Wiedersehen. Zum Wohl mit Abschiedstränchen. Schon, und hier kommt schon der Wein. Hier haben wir den Wein. Also Bedienung sehr aufmerksam, muss ich sagen. Schöner Tisch. Und ich gehe jetzt mal und schaue mich mal ein bisschen um. Ja, wir haben also die Genehmigung selbstverständlich, um hier etwas aufzunehmen, ohne jetzt hier das Publikum groß zu stören. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen werde ich jetzt ganz dezent auch hier mal hineinfilmen. Schöne Ambiente hier. Also es ist alles hier stimmig. Schöne Tische. Und es wird hier gut Deutsch gesprochen, jedenfalls von den Gästen bin ich der Meinung, dass hier doch überwiegend Deutsch gesprochen wird. Und falls ich gesagt haben sollte, wir gehen zum Italiener, stimmt das nicht. Das ist ein spanisches Restaurant. Conny, was haben wir denn da? Das Hallo. Ist ein Carpaccio, Thunfisch-Carpaccio. Das haben wir zweimal hier am Tisch. Ich habe ein rotes Thunfisch. Ja, genau. Roter Thunfisch. Und wir warten noch ein bisschen. Aber es schaut schon mal richtig lecker aus. Also ich muss sagen, also ich bin super begeistert, ja. Überwältigt von der Schönheit einer Präsentation oder der Präsentation des Essens.
Habe ich das schön gesagt? Ja. Kann ich das? Da kommt ein Wildgarnelen-Tatar. Wildgarnelen-Tatar. Und was hat die Inge? Inge hat Gänseleber. Gänseleber. Schön garniert, das ist sehr schön. Tja, das schaut ja alles richtig lecker aus. Müssen wir nochmal nachholen? Ja, hier haben wir. Weiß ich nicht. Du, das Hauptgericht müssen wir nachholen. Ja, ja, ja. Wir haben gerade festgestellt, dass wir beim letzten Mal essen gehen, bei der Inge ihrem Geburtstag vergessen haben, das Hauptgericht aufzunehmen. Wie kann sowas passieren? Ja. Und das ist jetzt? Das Lamm? Milchlamm. Das sieht von allen Seiten gleich lecker aus. Das ist Tintenfisch. Okay. Oh, so, der lecker. Schaut ja richtig lecker aus. Das ist Tintenfisch auf. Nein, Tintenfisch auf Trüffelrisotto. Trüffelrisotto. Also ein Gemälde von Mona Lisa könnte nicht schöner sein. Schau mal hier zu Conny. Sieht auch gut aus. Super geil, das ist der Schnappfisch. Ein Schnappfisch. Schnappfisch. So, dann guten Appetit. So, und die Nachspeise haben wir hier Tropical Rain, also tropischer Regen. Mhm. Das haben wir gleich dreimal, also. Und was hat die Conny? Purple Rain. Purple Rain. Purple Rain. Jetzt erklären wir mal den Unterschied. Ja, also bis jetzt war alles ausgezeichnet. Das ist Purple Rain. Duplo. Parece la galaxia. Uy, qué bonito. Also es sieht schon mal richtig lecker aus. Schaut aus wie eine Weltraumforschung. Gracias. Conny, das... Das sind meine Farben. So, unser Resümee. Also, 10 Bewertung 1 bis 10, 9,5. Ja, 9,8. Besser kann man es nicht machen. Also 9,9. Also, wir sind jetzt hier rundum zufrieden. Und das war die Nachspeise, die Tropical Rain. Fruchtig. Tropical Rain. Also, ja. Rain. Also wirklich das Beste, was ich als Nachspeise je gegessen habe. Vielleicht habe ich noch nicht viel. Hawaii-Traum. Also ich zeige es euch nochmal hier. Also am Ende nochmal das Resümee, es war alles stimmig, sehr gut, bestens zu empfehlen und jeder sollte mal den Schritt wagen, was Neues auszuprobieren. Ich sage, spitze. So, und das ist nochmal die Nachspeise, der Nachspeise, also viermal Ronmehl rum mit Honig. Das ist nichts Besonderes, aber es ist eine Geste, eine Höflichkeit. Und wir bedanken uns recht herzlich fürs Essen und zeigen euch nochmal von außen dann, wo wir hier sind. Und wie einladend es am Anfang war, umso schöner wird es auch, wenn man wieder nach Hause geht. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin ja schon ein paar Tage hier, aber ich habe es noch nie probiert. Und das ist auch ein Fehler, dass man vielleicht zu wenig neue Sachen ausprobiert. Give
Hier sind die Öffnungszeiten. Und ich verspreche, das war nicht das letzte Mal. Unscheinbar von außen, vis-à-vis vom Hotel Rio Palace. Hier ist der Eingang direkt an der Straße. Ja, wenn ihr mal ausprobieren wollt, ich bin gespannt auf eure Kommentare. So, und damit möchte ich mich auch verabschieden mit dem kleinen Video essen gehen, mal etwas anderes, und sage bis bald und hasta luego.